Alles klar. Auf Wiedersehen. Gut, wir wollen ja gleich los zum Museum. Ich hasse die Lebenden. Ja, wir wollen dann gleich mal los zum Museum. Ray und ich haben diskutiert. Und wir glauben, wir sollten im Museum nachsehen. Was immer heute Nacht passierte, es begann dort. Ja, okay. Ich opfere mich fürs Team und bleibe bei Lyssa. Zu ihrem persönlichen Schutz. Ihr Jungs, nehmt Winston und den Neuling mit. Was ist mit Peck? Er sollte doch über alles informiert werden, was wir tun. Was er nicht weiß, macht uns nicht heiß. Gut. Hey Leute, ihr müsst einen Umweg machen. Irgendwas Großes geht davor. Das Radio berichtet darüber. Schalt ein. Und nach einer weiteren Geistersichtung suchen Mitarbeiter der New Yorker Bibliothek nach Antworten. Die graue Dame. Diesmal schnappen wir sie. Los! Und was ist mit dem Museum? Da steht schon 104 Jahre da. Wohin sollte es heute Nacht verschwinden? Was ihr da mit der grauen Dame habt, ist an der Grenze zum Normalen. Das wisst ihr ja. Sie ließ uns wie Deppen aussehen, aber diesmal nicht. Oh, noch etwas. Peck rief an und sagte, dass ich ihm sagen muss, wo ihr seid und was ihr vorhabt. Sag ihm, wir können uns im Museum treffen. Wir werden da sein. So, da sind wir jetzt in der Bibliothek und nicht im Museum. Da haben wir wohl einen kleinen Abstecher gemacht jetzt. Viele Leute. Venkman wäre entzückt. Captain McMahon vom 12. sagt, es gab eine massive Störung. Ein echtes Feuerwerk. Nun ja. Im Moment ist nicht viel los. Vielleicht. Aber waren da draußen nicht zwei Löwen? Eins. Die Valenzen. Interessant. Ray, sieh dir das an. Hey, jetzt auch mal reden. Wow, große Ausschläge. Hey, Kadett, das musst du sehen. So, ich muss mal schnell wissen, wie ging die Steuerung. Ich habe das, ja, ich glaube eine Woche nicht mal gespielt. Gehen wir mal näher ran. Zurückbleiben. Pass auf, da, sie hauen ab. Doppelte Komplett-Torso-Animatoren. Los, ihnen nach. Du hast Dance gehört. Bewegung. Alles klar. Bewegen wir uns hinterher. So, ich glaube, wir können auch nicht untersuchen. Da sind sie. Klasse 2 Animatoren. Ich habe sie noch nie als Tandem gesehen. Die sind wirklich aufgeregt. Packs werden eingeschaltet. So. Ja, das war die okay. Falle. Jetzt ganz ruhig. Hey, er sagte ganz ruhig. Das ist nicht ruhig. Wow. Daneben. Ups, Entschuldigung. Sorry, Ted. Wie wäre es nächstes Mal mit einer kleinen Warnung, Leute? Der da ist ein Beast Ray. Verfolgen wir ihn. Winston, überprüf die nächste Tür. Sieh nach, ob er Freunde hat. Einen Spukraum verlassen? Damit habe ich keinerlei Probleme. Hey, Kadett! Um den Schockschlag zu benutzen, muss man dicht rangehen. Der Effekt ist stark, nimmt aber schnell mit der Entfernung ab. Aber sei vorsichtig. Es ist ein Prototyp. Wir vertrauen ihn dir an. Der Stasis-Strahl verlangsamt paranormale Entitäten zeitweilig. Wenn du den Strahl lang genug auf ein Ziel richtest, kann es sogar ganz gestoppt werden. So benutzt man das Teil. So, da haben wir einen Prototyp bekommen. Ach, den Stasisstrahl. Ausrüstung wechseln, Kadett. Cool. Cool, ein Einfrierstrahl. Ein Stasisstrahl hat nichts mit Kälte zu tun, aber der Effekt ist ähnlich. Woher nimmst du nur die Zeit für all diesen Kram, Egan? Ich führe ein Experiment durch, bei dem ich täglich 14 Minuten schlafe. Da bleibt viel Zeit zum Arbeiten. Toll, kann losgehen. Hey, Zubi, meinst du, du wirst mit dem Kleinen da allein fertig? Wir treffen uns dann wieder hier. Okay. So, wie verwende ich denn jetzt nochmal...
Versuch mal, ein Signal aufzufangen. Ja, wie ging das denn nochmal hier? Ja, X. Ja, gut. So, hier ist irgendwas Gefährliches. Es ist rot. Obwohl hier irgendwas leuchtet. Mist, ich habe ihn verfehlt. Schade. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Wachsam bleiben, aufs PKE-Meter achten. Animatoren können sich in allem verstecken. Hey, Mr. Hässlich ist da um die Ecke gesaust. Oh. Gut. Ach, hier sind wir also. Hey, Bluthund, wir sind hier oben rechts von dir. Starke Ausstrahlung, aber keine direkte Quelle. Wir sind unserem Typen hier reingefolgt und er ist abgehauen. Ich stelle hier eine sehr starke Anomalie fest. Aha. Da ist was. Wow. Da kommt etwas Großes. Oh. Oh, da haben wir einen Büchergolem Klasse 6. Ja, diesen Büchergolem müssen wir echt besiegen. Na komm. So. Klasse! Fantastisch! Ach so, renne ich. Wie viel PK-Energie ist wohl nötig, um so eine Entität zu sammeln und zu animieren? Sehr viel. Sehr viel wütende Energie. Ja. Mann, war das einfach. Moment, nicht so schnell. Ich sehe hier ein paar große Energieflüsse. Ich glaube, das ist sie. Ja! Ja, sie ist es! Eleanor Twitty! Die Bibliothekarin. Da ist sie. Wir treffen uns an der Treppenhaustür. Ja, wir haben sie gesehen. Da ist sie, nach unten. Oh, hier ist noch was, irgendwas. Sieh oben nach, ob das andere Phantom wieder da ist. Roger. Hehe. Gruselig. Versuch mal, ein Signal aufzufangen, was hier so ist. Dieses Porträt der Bibliothekarin ist verflucht, glaube ich, stand da. Oder sowas, ja. Keine Ahnung. So. Da ist sie. Hat er schon wieder gescht, diese Hexe. So. Ich hab Angst. Ich hab ja solche Angst. Was kommt als nächstes? Bücherregal? PKE-Meter raus. Und schön still sein. Okay. Wow. Eine voll stabilisierte Levitation. Ich glaube, wir sind ganz nah an was dran. Ray. Hast du etwas? Nein. Oh, doch, habe ich. Ich habe etwas. Genau hier. Kadett, sieh mal nach. Ah! Oh, sie stunzt weiter. Halbfangkette Klasse 4, oh, Identität. Der erste Geist, den wir je gejagt haben. Mann, ich wünschte, Venkman wäre hier. Das traue ich Venkman nicht zu. Ruhig jetzt. Sie ist sehr nervös. Es ist weg. Los, wir schneiden ihr den Weg ab. Ja. Die Werte sind weit über dem Maximum.
Jetzt muss ich neue Skalen machen. Oh. Hört mal zu. Die Erde hier sind wie bei einem zynischen Bereitet eure Werfer vor. Alle dicht zusammenbleiben. Was war das? Hier lang. Schnell. Mist. Verdammt, jetzt sind wir allein. Okay, so viel zum Zusammenbleiben. Neuer Plan, ausschwärmen. Sehr flexibler Ansatz, Ray. Hier drin spuken zwei feindliche Geister herum. Zwei von denen wir wissen. Ja. Oh. Da war sie. Ja, sie pscht schon wieder. Mist, hätte ich einscannen können. Ach so, kann ich das auch wechseln, ja? Das ist gut mit der Maustaste. Mit den Scrollen. Ja. Temperaturabfall. Gleich gibt's ein Ereignis. Bereithalten. Okay. Oh. Komm mal nicht mehr zurück. Leute, ich bin im Zeitschriftenarchiv und sehe mir eine Reihe alter Zeitungsausschnitte an. Alle handeln von einem Irren namens Edmund Hoover, auch als der Sammler bekannt. Red weiter. Die Geschichte dieses Typen solltet ihr kennen. Er sammelte seltene Bücher und verführte Eleanor Twitty, die hiesige leitende Bibliothekarin. Die graue Dame? Das vermute ich mal. Ja. Oh, da haben wir Schaden angenommen. Ist hier was? Da kommen wir auch nicht mal weiter. Exit. Oh, was war das denn? Das was? Eine Messing-Leselampe mit grünem Schirm, die sich selbst ausschaltet, stand da. Seit wann stehen denn hier solche Bücher?